Wir leben in einer Zeit, in der jeder seine Pflichten kennt, in der jeder Ansprüche hat. Aber ich glaube, es ist ein bisschen das Bewusstsein dafür verloren gegangen, dass es keine Rechte ohne Pflichten gibt. Der FDP-Chef Christian Lindner behauptet, so ein Pflichtjahr wäre verlorene Lebenszeit. So etwas kann nur sagen, wer ein absolut egomanes Weltbild hat. Wenn ich an meine Wehrpflicht zurückdenke oder an Freunde zurückdenke, die Zivildienst geleistet haben, dann sagen die alle, dass es natürlich völlig nervig war, so eine Einberufung zu bekommen. Aber fast alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, sagten danach, es war eine wertvolle Erfahrung. Und das Wertvollste daran ist, dass man durch so ein Dienstjahr gezwungen ist, aus seiner Blase auszusteigen. Man ist dann gezwungen, für ein paar Monate Menschen zu begegnen, die man in seinem normalen Leben eben nicht begegnen würde. Und das weitet den Horizont. So etwas schafft Gemeinschaftsgefühl und so etwas braucht eine Gesellschaft. Und wenn wir das nicht tun, fällt unsere Gesellschaft auseinander. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum das, worüber wir jetzt leidenschaftlich diskutieren, in 20, 30 Jahren absolute Selbstverständlichkeit sein muss. Die sogenannte Alterspyramide wird in 30 Jahren auf dem Kopf stehen. Das heißt, es gibt immer weniger Einzahler in ein Sozialsystem und immer mehr Begünstigte. Das heißt, das Sozialsystem, wie wir es heute kennen, wird das gar nicht mehr schultern können, ohne die Mitarbeit von jedem Bürger. Die sicherste Methode, um unglücklich zu sein, ist immer nur sein eigenes Wohlbefinden im Kopf zu haben. Das heißt, wenn wir irgendwann eine Gesellschaft haben, in der wir gezwungen sind, um uns um unsere Mitmenschen zu kümmern und nicht alles irgendwo hinweg zu delegieren, an den Staat zu delegieren, an irgendwelche Institutionen wegzudelegieren, sondern jeder in der Verantwortung ist, würde das unsere Gesellschaft mehr Zusammenhalt bringen.